Hallo und willkommen zurück bei Elite Dangerous. So, das hier ist ein terraformierbarer Planet. Scan ist aber schon durch und wir machen uns weiter auf den Weg, denn ich habe mal überlegt, wir fliegen heute mal. Also ich habe eigentlich als Ziel ein neues Flugmark hingestellt, ich glaube O-Stern sogar, aber ich habe auf wirtschaftliche Route umgestellt und habe nur bestimmte Sterntippe drin, weil ich will endlich mal ein paar Biosignale, ein paar Bioprobe sammeln. Und mir gucke einfach mal, ob das klappt. Und ich habe gestern schon ein paar Sprünge gemacht und die Ausbeute war erbärmlich. Endplanet mit Stickstoffatmosphäre, da gab es ja, Bakterien in Formen. Gut, hat sich gelohnt mit einer 8,2 Millionen oder 15. Das ist okay. Aber sonst, nada, niente, nix. Und ja, wir gucken mal, vielleicht haben wir Glück oder vielleicht sind wir wirklich in einer Region, wo die halt ein bisschen spärlicher auftauchen. Das, ja. Aber heute einfach mal die wirtschaftliche Route. Mal gucken, wie weit wir kommen. Weil das kann natürlich gut sein, dass dieser F-Stern direkt wieder eine Handvoll Sache zum Terraformierer hat. Und auch nicht. Kannst nicht wissen. Ja, dann ist. Ich. Oh, wann? Bei euch vorgestern, genau. Am Montag. Denke ich mal, oder? Ich weiß gar nicht, wann die Folge rauskommt. Auf jeden Fall, der Patch 15.02 kam hier raus und ich finde, der war sehr unspektakulär. Das war ja fast nur Targoide-Gedöns, was da behob wohl ist. Sache, wo ich nicht mehr weiß, was die da behobern. Irgendwas hier mit Targoiden, da mit Targoiden und da ein komischer Schiffstyp und da irgendein Event. Ich habe keine Ahnung. Das ist alles nicht so meine Welt und naja, wer gerne mit Targoiden spielt, der findet hoffentlich ein paar nützliche Bugfixes. Alle anderen gucke in die Röhre. Da war nämlich sonst nichts dabei. Naja, mal gucken, was noch kommt. Aber solange wir hier explore können, ist das hier alles gut. Nein, 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 falsch, falsch. Ja. Ja, Biosignale nix. Aber wir haben hier was Terraformierbares. Tja, dann nehmen wir das halt mit. 811 Lichtsekunden. Das ist nicht viel. Und das ist gut. Kann man das noch relativ schnell abgefrühstückt. Ja, die Scandate von Planete, die stehen schon knapp bei 90 Millionen. Also da kommt ein bisschen was rum. Bio-Wert haben wir erst 23 Millionen, das ist ein bisschen arm. Da dürfen wir uns noch nicht auf die Carrier zurücktrauen. Da gucken uns die Rihanna an und freut, ob wir überhaupt was geschafft haben. Es ist gar nicht gewohnt, so niedrige Beträge. Die Auszahlungen, die finden ja erst ab 250 Millionen statt. Ja, ganz so schlimm ist es nicht, aber. Ja, da könnte jetzt mal nochmal was kommen. Hätte ich nichts dagegen. Ja, deshalb auch diese wirtschaftliche Route, das muss man auch manchmal machen. Also, vor allem so, keine Ahnung, so Gebiete in der Nähe vom Kern, wo du die Auswahl hast. Na, da kann schon mal was rumkommen. Jo, ansonsten geht Arbeit am Tool weiter. Dann jetzt ein paar Dinger ausgebügelt, die mir der Kollege geschickt hat. Ich habe ihm die neueste Version nochmal zurückgeschickt, dass er nochmal drüber gucken kann. Ich denke, wenn er da nichts mehr zu bemängeln hat oder nichts mehr auffällt, dann kann ich das Ding nur im Forum veröffentlichen, denke ich, die neue Version. Bin ich richtig stolz drauf. Das sind die ist dann offiziell die Version 1.0. Diesmal wird da dann so ziemlich alles angezeigt, was auch mitgetrackt wird. Das war ja vorher so überhaupt nicht der Fall. Aber dauert noch so ein bisschen.
Und dann. Service-Scan complete. Service-Scan complete, sehr schön. Könnten wir unter Umständen vielleicht langfristig mal gucken, ob wir nochmal Stream machen. Derweil, der Sommer naht hoffentlich mit großen Schritten. Mein Sommerurlaub ist schon bestätigt und in dem gucken wir mal, ob wir es hinkriegen. Ich habe nur keinen Plan, ob ich es bei dem, wie ich den Urlaub gelegt habe, dass ich es wirklich schaffe, am Samstag den Stream zu machen. Ich weiß es nicht. Ja. Also wir machen auf jeden Fall was und eventuell dann, da wird es halt in einer der Woche, dann guckt halt nur der, wo Zeit hat. Dann ist es halt so. Weil ich kann die auch nur machen, wenn ich Zeit habe, logischerweise. Aber wir gucken eben was, vielleicht springen wir in der Freitagssonne oder so. Wir schauen mal. Der Urlaub ist übrigens letzte 2. Juli, 1. August. Und genau, das ist noch ein bisschen hin. Also noch kein Termin bestätigt, nur mal, dass man nochmal einen Stream machen könnte. Mal gucken, was man diesmal kaputt mache. Raumschiff hatte man schon ein paar Mal. Der SAV oder. Der SAV hatte man im Stream noch nicht kaputt gemacht. Oh, eine erdähnliche Welt. Hallo? Aber hallo ist ja noch nie. Oh! Geil! Wieder. Ist das binäres Pärchen? Nee, oder? Vielleicht. Cool! Achso, auch wenn wir hier kein Biosignale haben, das ist dann schon mal Hit. Also zwei erdähnliche in einem System, das ist immer geil. Das ist nur binäres Pärchen ist dann. Hui! Dann ist das richtig cool. So, wir haben auch was Terraformierbares. Oh, geil! Oh! Super. So, der hier ist terraformierbar. Und hier haben wir erdähnliche Welt Nummer 1 mit 1,6 Erdmasse. Nicht schlecht. Ah, geht noch ungefähr. Und 0,8. Cool, die ist halb so groß. Die war auf dem besten Weg, erdähnlicher Mond zu werden. Geil. Geil. 5 Lichtsekunden. Ja, schauen wir. Also, aber zuerst haben wir. Guck mal, der leitet direkt auf dem Weg. Das ist ja super. Das kommt uns sehr gelegen. Weil das Ding ist terraformierbar. Das wird Feuer mitgenommen. Oh, geil. Müsste ich mal gucken, wie viel erdähnliche Pärchen ich schon habe. Deutlich auch unlängst nochmal. Schon ins. Das freut mich. Das freut mich immer. Ja, war doch schon mal gut, dass wir hier die wirtschaftliche Route gemacht haben. Das hat ja schon gelohnt. Und die sind ja ziemlich unterschiedlich. Weil die Nummer 5, also der größere, der hatte Temperatur mit 30 Grad, also von 30 Grad. Ja, Durchschnittstemperatur, das ist halt so der Hake. Wenn es so nachts 10 Grad ist, dann möchte ich am Tag nicht dort sein. Aber wenn es so immer so 30 Grad sind, da hätte ich nichts dagegen. Das ist meine Temperatur. Und der andere hat nur 2,5 Grad. Das ist. Okay, für der eine müssen wir dann die Badesache inpacken und für der andere müssen wir eher die Winterklamotte dabei haben. Wie kann denn das kommen? Ist bei dem Ende vielleicht ein bisschen viel Kohlendioxid in der Atmosphäre? Haben wir hier Treibhauseffekt? Möglich? Können wir uns mal die atmosphärische Zusammensetzung angucken? Weil ich meine, die sind jetzt ziemlich gleich von der Entfernung zum Stern. Das gibt sich nicht viel mit einer 50 Sekunden. Ja, so, schauen wir mal, wenn wir auf dem Weg sind. Aber also erstmal hier die Sonde abschicke.
So, dann 5 und 6, ja, da ist zuerst die Nummer 6, also der Kleine. Ah, 7, okay. Ja, da haben wir ein paar Lichtsekunden. Jetzt gucken wir mal schnell. Dann können wir das wieder anschalten. Moment. Also, das ist der warme. Vulkanismus, Eisen, Magma, okay. Geeignet für wasserbasiertes Leben. Stickstoff, Sauerstoff und Wasser. Gleich normal. Und du? Stickstoff, Sauerstoff und Wasser. Der hat ein bisschen wenig Sauerstoff. Moment. Ja, okay. Der hat viel mehr Stickstoff und ist nur ein bisschen Sauerstoff. Okay, das ist vielleicht deshalb. Die Zusammensetzung hier ist komplett die gleich. Eisen, Magma. Oh, Druck auf Meeresniveau. Ist kleiner und hatte höherer Druck und. Ah ne, Silikatmagma. Eisenmagma. What? Der hat eine gebundene Rotation. Ach so. Okay. Na dann. Und der nicht? Nee. What? okay. Worauf beziehen? Also, das muss ich ja die gebundene auf den Stern dort beziehen, weil das kann ja nicht sein, dass der größere zum kleinere gebunden hier hat. What? Okay, das kann natürlich die Hochtemperatur. Hä, kann die das? Moment. Wenn das eine gebundene Rotation ist, ist auf der einen Seite immer Tag, also das ist dann immer warm, und auf der anderen Seite ist immer kalt. Ja, okay, kann. Ich habe keine Ahnung. Obwohl es ist eine Atmosphäre, ein bisschen verteilt sich sie auch. Schwer. Schwer. Keine Ahnung. Ist ein bisschen seltsam, muss ich sagen, aber. Interessant. Eventuell sollte man da doch lieber auf der Erde landen. So, bum 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 bum. Hier hätte man eventuell eine Sicht, aber keine besondere. Aber wenn man sowas findet, nutzen wir das natürlich aus. Guck mal, die sieht fast aus wie eine Wasserwelt von hier. Die Koordinaten sind nicht so gut erkennbar. So, ja, wir gehen rein. Ja, da erkennt man jetzt die Kontinente. Oh. Allerdings wollen wir nicht auf die Nachtseite. Dann müssen wir nämlich abbrechen und von der anderen Seite. Anflugwaage. Okay, sehr schön, sehr schön. Das passt. Das passt. Da erkennt man jetzt nur nicht viel von der Erdinsel, würde ich sagen. Ihr müsst es mir halt glauben. Ne, okay, nur ja im Forum müssen wir es halt glauben. Ihr habt es jetzt auf dem Video gesehen. Hier geht alles mit rechten Dingen zu. Das hier ist eine Erdinsel, das da. So, da sieht man es dann schon besser. Aber da sieht man nicht die Anna erdähnlich. Und darum ging es ja. So, dann geht es auch schon hier weg. Und zu der Anna müssen wir natürlich auch noch. Ja, und jetzt hätte man dann die 100 Millionen geknackt an Scan-Daten. Keine Biodaten gefunden, aber das so, das lasse ich absolut durchgehen.
Definitiv. So, das ist eher schon ein bisschen hier weg. Und muss ich mal gucken. So, jetzt müssen wir nur noch bisschen von dem Planet weg, dass wir dort Geschwindigkeit aufnehmen können. Genau, und jetzt die mit der gebundenen Rotation und in der 30 Grad. Sehr seltsam. Sehr schön, aber ein Bild brauchen wir noch. Natürlich. Genau, die erdähnliche Nummer 2. War das so blöd? Jetzt. So. Gut. Dann geht's auch weiter. Schönes Ding, gefällt mir. Noch ein F-Stern. Ja. Okay, zumindest eine Wasserwelt. Zumindest so Gas, also zwei Gasriese mit ein paar Monde, da ist die Chance doch zumindest gegeben, dass man Biosignale findet. So, wir haben hier eine Wasserwelt, die ist nicht terraformierbar, aber dort vor ist es der hier. Und dann nichts. Also hier der Bereich oder die Region ist seltsam. Da ist die Ausbeute nicht groß. Naja, dann schnappen wir uns sehr schnell den Planet hier. Danach die Wasserwelt. Soll
ob man nicht bei 11 Sterne Springer normaler ist, findet man bei Delle doch auch was. Wir sind halt also zur Übersicht, wo wir noch sind. Ja, ein paar Bookmarks haben sich schon verflüchtigt. Muss ich unbedingt nochmal neue setzen? Eventuell. Lass mal gucken. Hallo, was bist du? Achso, du bist. Bist du? Ah, wollte ich da hin? Nee, du will ich jetzt nicht hin. Nee, nimm mal weg. Du wolltest mal jetzt nicht hin. Wir wollen doch weiter diese Richtung, oder? Wollen wir das? Wollen wir. Ja, definitiv wollen wir das. Also ganz langsam. Moment, bis wir besser rausgehen. Ich muss doch. Das kann nicht so lange dauern. Bisschen nach Osten und mal gucken, was man da noch finden. Mit ein bisschen meine ich jetzt nur so 100, 200 Lichtjahre. Da können wir die Carrier nachziehen und dann tun sich bestimmt noch andere Möglichkeiten von Riesenstern auf. Weil wenn wir schon mal hier sind, sollte man das auch ausnutzen. Aber doch peu à peu immer ein bisschen weiter. Ab und zu. Wenn man im Endbereich abgegrast hat. Ja, okay, gut, bis zum Carrier dauert es noch ein bisschen. Dann muss ich erstmal ein paar neue Bookmarks finden und dort auch mal hinkommen. So, 4. Okay. Eventuell könnte man doch gerade schon mal. Linse. So, also. Nein, Moment. So. Ungefähr. So, lass mal die Peilung aufnehmen. O-Stern. Schwarzes Loch, 2 Neutronensterne. Eine Orangener Riese. Und fast 1900. Also die typische Riesesterne, die haben wir hier auch. Oh, 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 nein, nur ein MS-Stern. Also wenn man wollen würde, könnte man sich auch hier austoben. Ja gut, wollte Tumayo, aber ich hätte jetzt erst mal so ein paar andere erhofft. Wow! 1, 2, 3, 4. Okay, du bist auf jeden Fall gesetzt. Genau sowas suchen wir doch. Irgendwas, was man nicht so häufig findet. Aus einer O-Stern, oder? Oh, mit Herbig. Mit Herbig, ja. Hätte ich gerne. So, aber wir dürfen uns nicht auf der Karte verlieren. Kugel, kleine Mo. Das ist auch nicht so weit. Die Strecke. Zwei weiße Zwerge. Ja, wieso nicht? Okay. Wow, 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 wow. Das war. Okay, das war gut getimed. Das war nur ein ganz kleiner Loop. Das zählt nur nicht als Superframe. Das war ja kein richtiger Loop. Jo. Dann schicken wir es noch den Detailscan ab. Dann hat das auch alles seine Richtigkeit hier.
Und ich werde mich dann noch ein bisschen auf der Karte vertiefen, noch ein paar Sachen markiere. Genau, und beim nächsten Mal machen wir dann na, hier oder ein paar Sprünge weiter. Ups, auch ein bisschen größer in die Wasserwelt. Yay. So. Ist durch und dann würde ich sagen, für euch noch ein schönes, naja, relativ schönes Bild zum Abschluss. Kann man abmachen. Ja, ich wünsche euch dann noch eine schöne Restwoche und bis zum nächsten Mal dann. Bye bye.